Juni? Du hast du Regeln gebrochen, weil warum bist du dann die ganze Zeit so gelb eingerahmt? Schon ja, also wie ich das überall gestartet habe. Juni, hast du Regeln gebrochen? Ja, ja. Sonst leuchtet das nie gelb. Mein Polo nur, wenn er auf die Straße rennt im Video. Dann leuchtet schon. Erinnert ihr euch an dieses Video, wo der Polo rauskommt ist? Das habe ich ja mit meiner alten Kamera am Smartphone aufgenommen. Ich hoffe, es ist schon online. Wenn nicht, wird es demnächst rauskommen. Was bedeutet das? Innerhalb von den nächsten 2 Tagen. Aber ich glaube schon, dass es oben sein wird. Vielleicht kommt es sogar am selben Tag raus. Ich weiß nicht, ich muss mal wieder mein altes Samsung in Betrieb nehmen. Ja? Das ist ja A8 oder so, genau. A8. Und A8, ja. Und es ist auch mein altes iPhone, habe ich ja schon in Betrieb genommen, ja, ich weiß es nicht. Ich hatte ursprünglich, das erzähle ich jetzt nicht, aber ursprünglich habe ich ja mit einem älteren iPhone aufgenommen immer. Und dann habe ich einmal getestet, wie das so läuft mit einem Samsung. Weil ich benutze es definitiv anders, als es gedacht ist. Ich benutze es nämlich mehr für die Navigation und Aufnahme. Also auch für die Wetter-App, aber nicht so für andere Sachen. Also für WhatsApp. Fürs Anrufen eigentlich auch wenig. Für YouTube benutze ich es, ja. Grundsätzlich, aber ja. Und da ist das Samsung nicht so gut geeignet halt. Trotzdem ist ja muss ich kurz was sagen. Und zwar habe ich immer noch mit 7000 mein altes iPhone, weil es wird halt einfach noch ein Teil von mir sein. Also das werde ich nicht weggeben. Die nächsten Jahre. Selbst wenn es da mal keine Updates mehr gibt, das werde ich einfach behalten, weil das System, glaube ich ja, und sonst finden wir es halt gemeinsam raus, ja. Glaube ich, funktioniert ja immer. Es gibt dann halt noch keine Updates mehr. Grundsätzlich, der Akku wird halt schlechter, aber das kann man ja eh tauschen und selbst wenn, das ist mir einfach egal. Und ich glaube auch, dass das System nicht mehr so gut funktioniert. Einfach längere Wartezeiten, als man es gewohnt ist. Ganz einfach. Ja. Aber ich ziehe das nicht ein, wegzuhauen. Und selbst wenn es nicht mehr funktioniert, das bleibt einfach bei mir. Und da möchte ich jetzt noch ein Beispiel geben. Vor ungefähr 5-6 Monaten habe ich mir noch gedacht, das iPhone wäre ich... dass ich jetzt nicht so ein neues Handy habe. Da habe ich eigentlich gedacht, das wäre ich noch so 20, 30 Jahre haben. Und dann sehe ich, dass das nicht mehr so richtig funktioniert. Also, wenn wir zu Kurzfassung kommen, ein Handy wie ein iPhone sollte man 4 Jahre haben und dann kann man es dann tauschen. Also nicht schlecht finden, wenn man sich denkt, boah, andere sagen, 8 Jahre, man soll es benutzen, meinen sie es nach 4 Jahren so nicht mehr so, wie ich es wollte. Das ist ganz normal. Andere benutzen es einfach 8 Jahre, weil es gibt noch Updates. Natürlich wird das System immer schlechter. Das versteht sich auf mich selbst. Ja. Also das ist so, was ich über die Handys weiß. Über die anderen Marken, also Huawei und so, kenne ich ja auch. Ich kenne Huawei, Samsung und iPhone. Bei Huawei sage ich, ist einfach billiger, kann aber dasselbe wie Samsung. Also es ist ja. Benutzen bei alle, bis auf iPhone. iPhone benutzt ihr eigenes Betriebssystem, aber alle anderen benutzen das, weiß jetzt nicht, wie das heißt, auf jeden Fall ein anderes Betriebssystem. Und funktionieren deshalb auch ziemlich gleich. Also der Umstieg auf Samsung, von Samsung auf Huawei, lohnt sich. Wenn man natürlich, so wie ich, ein YouTuber ist und viele Hundevideos festhalten will, empfiehlt sich natürlich iPhone. Auch ich habe jetzt sogar das Neueste, weil es geht um die Kamera, dafür, das kommt halt auch drauf an,
wie man es nutzt. Ob man es jetzt einmal im Monat benutzt, dann genügt ein Samsung oder ein schlechteres iPhone. Das ist ja, das kennt man, aber ich benutze es ja doch ziemlich oft, weil ich mache, wie gesagt, viele Hundevideos. Und das zahlt sich dann halt schon aus, eine gute Kamera zu haben. Es gibt natürlich noch das Pro Plus, glaube ich. Irgendwas da noch. S14 Ultra, glaube ich. Da ist halt nur der Unterschied, dass die Kamera besser ist. Was auch ein Vorteil ist beim 14er als beim 13er. Es gibt einen automatischen Notruf. Was bedeutet das? Das sieht man eh, wenn man das Handy bekommt und man die Daten rüberspielt. Steht auch dabei, dass wenn das iPhone merkt, wenn jetzt ein Unfall passiert, ruft das automatisch die Rettung oder Polizei, je nachdem. Das erkennt sich auch durchs Navi. Das Navi wird sofort durch Ö3 informiert, was los ist. Und durchs Navi wird dann eben auch diese Funktion informiert. Also alles durch Ö3 oder Radio Wien, je nachdem. Also, und dadurch weiß einfach das Handy, was ist los. Wen muss es anrufen? Das hängt natürlich auch davon ab, schnelle Bewegungen. Zum Beispiel, es war so, bei einem Skifahren, das ist mir nicht passiert, aber es ist ja irgendjemandem mal passiert, vielleicht hat derjenige sogar gerade zu, wie lustig, der ist im Skiberg runtergefahren, glaube ich, na egal, auf jeden Fall, Skifahren ist der, hat das Handy in der Tasche, hat die Funktion natürlich angehabt, ja, die kann man auch ausschalten, und er hat nichts gemerkt, das hat einfach die Rettung gerufen, und dann auf einmal waren sie da. Ja, kann sowas passieren. Darum immer beim Skifahren Handy dabei haben. Ja, das ist okay. Obwohl ich es nie dabei habe. Also, ja, es ist. Aber empfehle ich schon, weil, wie gesagt, wenn etwas passiert, sollte man natürlich ein Handy dabei haben. Weil sonst, ja, kann man ja nicht wen anrufen. Andererseits natürlich auf der Skipiste, wenn da gerade wenig los ist, kann man auch leicht das Handy gestohlen bekommen und so. Darum empfehle ich es auch nicht. Also, ich empfehle es aus meiner Sicht halt nicht, weil es sich nicht lohnt, wenn das Handy weg ist. Was 1000 Euro oder keine Ahnung was kostet. Und der Rest ist auch noch weg Geld und man kann nicht einmal den Notruf rufen. Also, ich habe die Funktion immer an und beim Skifahren nehme ich es ja gar nicht mit. So, das ist wie gesagt, ja. Und beim Skifahren, wie hat das überhaupt gewusst, was es anrufen muss? Tja, das hat einfach an den schnellen Bewegungen gewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Und man kann ja auch zu Siri sagen, du Siri, ruf den Notruf an, wenn was passiert. Und die ruft dann irgendwo an, was frei ist. Ja. Feuerwehr, Rettung, Polizei, und die kann einem dann auch weiterleiten. Also wenn sowas ist und man kann jetzt nicht wählen, auf jeden Fall mal sagen, also nicht tippen, die Zahlen tippen, dann, dass man jetzt nicht so viel Kraft hat oder es nicht geht, dann probiert man einfach bei einem neuen Handy, gibt es sicher ein Video, probiert man einfach die Taste zu drücken oder beim alten halt und sagt Siri, ruf den Notruf halt an und die leitet dich dann gleich weiter zu einem von den drei Nummern. Zumindest ist das in Österreich so, weiß nicht wie es in Deutschland ist, aber ja, auf jeden Fall kann man das sagen und die weiß sofort was zu tun ist, du rufst irgendwo an und die können dich dann weiterleiten. Ja. Kann man dann sagen, ja, ich kann jetzt nicht tippen und so, weil, dass sie das bitte gleich weitergeben können, dass ich nicht tippen muss. Das kann man ja alles machen. Das sind so meine Informationen zu meinen Handys, die ich kenne, also die Marken halt. Wenn man aber nicht so viele Dings da geben, Fotos machen will oder Videos und auch nicht viel das Navi benutzt, mehr so am WhatsApp-Telefon empfehle ich ein Samsung, muss auch natürlich nicht das teuerste sein, nicht auch so also 150, 200, ja, Huawei, noch gesagt, und das genügt, damit kommt man super lange aus, also auch 4 Jahre, finde ich, ist halt super lang, ich finde, was lang wäre, aber nicht super lang wäre, so 2 Jahre, und kurz wäre 1 Jahr, 1-2 Jahre.
Naja, dann zeige ich euch noch die Szene, bitte, mit diesem Juni. Ja, ein sehr gewisser Herr Juni ist zu Besuch, wie gesagt. Den weißen Polo kennt ihr ja, aber den Juni kennen manche nicht. Und den Polo kennen vielleicht auch manche nicht, weil die neu auf diesem Kanal sind. Dann abonnieren wir nicht verkehrt und ein Like auch nicht. Es ist auch einfacher natürlich das Abonnieren, aber wir müssen nicht die Glocke aktivieren. Ich freue mich halt um ein Abo, weil ihr wisst, 1000 Abonnenten wäre halt schon super, weil dann gibt es auch natürlich mehr Let's Plays, weil ich einfach 2000, weil dadurch mit den Euro oder Cent, jeder Cent zählt, den ich verdiene, kann ich so ein bisschen was Neues kaufen. Zum Beispiel, wenn es ein Spiel gibt, das kostet 99 Cent. Im Angebot. Dann sage ich, und das ist halt, also im Angebot, und das ist noch Polo, circa so 2-3 Monate. Und diese, und ein Video hat so 9000. Komm, ich sage jetzt einfach 958 auf. Ja? Dann sagt er, und dann schreibt das jemand unbedingt kaufen, dann sage ich zu demjenigen ja. Okay, werde ich sofort mitteilen in den Kommentaren. Weil ich weiß nicht, ob man die rausnehmen kann. Jedenfalls sieht man eh das Datum und schreibt dann, wenn man sie nicht rausnehmen kann, als Antwort an, braucht man gar nicht mehr viele Aufrufe machen oder was spenden. Es hilft natürlich für die Person, die unbedingt ein Let's Play sehen will, weil sie dann nicht weiterkommt oder so, hilft das natürlich. Ab 1000 Abonnenten geht das, wenn ihr einfach das nötige Geld für das Spiel spendet. Und ja, das habe ich dann zwar auch so privat, aber dafür kann ich euch an jeder Stelle weiterhelfen. Überall kann ich euch weiterhelfen, wenn ich es privat geschafft habe. Und kann jedem in den Kommentaren sagen, ju, du musst dahin gehen und es wird ein Video geben, wenn du dich nicht auskennst. Das ist halt einfach, ja? So viel habe ich jetzt erzählt, alles was ich weiß, über die ganzen Handy-Gesichter, ne? Das war ja auch, ich meine, YouTube ist ja auch eine Handy-Geschichte, ja? Also gehört dazu. Mache ich ja alles, ja? Dann noch ganz schnell zu den Tablets und Computers. Tablets, das ist ganz einfach, mal iPhone, das ist, dabei bleibe ich, da habe ich nie was anderes probiert. Ich habe es einmal gesehen, aber nein, bei iPhone ist bei den Tablets einfach das Beste, da gibt es so viele Möglichkeiten. Es ist leicht zu bedienen. Und bei den Computers, da empfehle ich sogar auch Apple. Also ich benutze zum Beispiel nur Apple. Weil da kann ich super aufnehmen. Die Grafik ist halt definitiv besser. Vielleicht haben wir ein paar noch mehr. Mein erstes Computerspielvideo gesehen, dazu geruckt. Das habe ich jetzt eh schon rausgenommen. Dazu geruckt. Kann ich euch aber mal wieder so eins zeigen, wie das so abläuft, ja? Einfach mal das zeigen. Als Computer auch eindeutig Apple Computer für sowas. Und wenn ihr andere Sachen habt, auch Apple. Für die Arbeit verwenden? Tja, das ist eine gute Frage. Kommt drauf an, was ihr arbeitet. Also wenn ihr jetzt... Keine Ahnung. Ja, gut, Juni. Alles gut. Kannst gegen meine Beine rennen, hab nichts dagegen. Du verletzt dich ja selber. Ich hab das nicht einmal so richtig gespürt, Juni. Das war vielleicht nicht das Angenehmste, aber egal. Und jetzt kommt wieder der fucking Wind. Kennt man. Ja, sieht man eben, wo ein Wind geht, ne? Ja, das war alles, was ich weiß. Also wie gesagt, Computer, auch Apple, also wenn ihr jetzt natürlich macht, also bei E-Mail, wenn ihr viele E-Mails schreibt, Apple, aber wenn jetzt
keine Ahnung, zum Beispiel so Programme und so macht, empfehle ich keinen Apple, egal irgendwelche andere Marken, aber da ist Apple schlecht. Apple ist einfach gut für sowas, was ich gerade angesprochen habe. Dann könnt ihr eine andere Marke nehmen. Von mir ist auch Samsung. Das ist egal, da empfehle ich halt nicht Apple. Ich glaube Android oder wie das heißt, nur egal. Ist das ja gut. Vielleicht wissen manche, was gemeint ist, aber ja, egal. Juni, verabschiedest du dich? Na gut, dann eben nicht. Verabschiedest du dich wenigstens, Polo? Du machst es. Du legst dich hin und kochst ein Stöckchen, ja? Und lass dich einmal flicken. So. Na dann, Juni, eine sonst noch? Ja, hast du kurz flicken lassen. Okay. Das war ein kurzes Tschüss. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part.